Wunderbar. Nochmal knapp 7000 Punkte abgezogen. Sehr gut. Galadriels Gabe auf Aragorn, bitte. Sehr schön. Illegos. Ja, was kannst du denn mal machen? Heidermacht. Irgendwas, was nicht zu viele Aktionspunkte kostet. So viele hat er nicht mehr. Aber ich glaube, er steigt nachher nochmal auf. Ich hoffe es jedenfalls. Das wäre ganz gut. Einfach beißende Klinge. Wir haben es mit Aragorn irgendwie. Ich weiß auch nicht. Daneben. Okay. Und schon ist Idrial wieder dran. Mach einfach Kampfeszorn, das sollte reichen. Jawohl, das reicht auch. Sehr schön. Der ist somit erledigt. Aragorn, Saurons Fluch auf den fittesten Nazgul. Blöderweise haben wir nichts mit Feuer, weil Nazguls mögen überhaupt kein Feuer. Aber auch Saurons Fluch reicht aus, um sie zu vernichten. Sehr wohl, wollte ich schon sagen. Jawohl. Der ist auch kaputt und Illegos macht ihn einfach einen Angriff. Und versammelt das Ding noch. Super. Beißende Klinge. Auch geil. Macht einen einfachen Angriff und setzt ihn auch noch in den Sand. Jo, läuft. Okay. Idrial, Attacke. Einfach nur noch Attacke. Weil Fähigkeiten haben wir alle. Also einfach Attacke. So. Und das war's auch für den Nazgul. Sehr schön. Und da waren es nur noch vier. Ich glaube, jetzt kommt erstmal kurze Abrechnung. Danach kommen dann nochmal ein paar Nazguls. Aufstieg für Beretor. Aufstieg für Idrial. Aufstieg für Illegos. Aufstieg für Hertod. Eher Oden. Und wie ihr seht, Mofen kriegt keine Punkte, eben halt, weil sie abgestochen wurde. Viermal Elbenmedizin, okay? Hat auch einen Grund, dass wir viermal Elbenmedizin kriegen. Und jetzt kommt der nächste Kampf gegen die zweite Linie und die letzte der Nazguls. Danach gibt es sie nicht mehr. Heer der Toten! Gegen sie lohnt es sich. Oh, ich werde mich trotzdem mit den Aktionspunkten etwas zurückhalten. Glaube ich zumindest. Außerdem habe ich ja noch den Perfektmodus, den kann ich ja auch noch nutzen. Machen wir auch mal an dieser Stelle. Wir nutzen den Perfektmodus höchstwahrscheinlich zum letzten Mal. Banner Elendils hatten wir noch gar nicht gehabt. Okay, ziemlich. Sind die echt K.O.? Okay. Tapfere Hass auf Aragorn. Und nochmal, das Heer der Toten. Und nochmal, sehr schön. Und dazu kommt noch der Nordsturm. Vorwärts, Nordsturm. So, jawohl. Auch den haben wir den nochmal um die Ohren gehauen. Auch wenn er vergleichsweise schwach ist, ja, das gebe ich zu. Habe ich mir gedacht, dass sie nicht K.O. sind. Das hätte mich auch gewundert. Autsch. Gegen Angriff, Berator. Gegen Angriff. Ach Mensch, hättest du auch angreifen können, Junge. Dann machen wir es so. Zack. Punkte wieder geholt. Sehr schön.
Finde ich auch interessant. Die werden nicht angezeigt, aber greifen mal an. Okay. Kleiner Fehler vom Spiel anscheinend. Hat so seine Kinderkrankheiten, sagen wir es mal so. Und seid nicht traurig, wenn dieses Let's Play vorbei ist. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns im Herr-der-Ringe-Universum aufhalten. So viel kann ich schon mal verraten. Ich denke nämlich mal, ich habe auch noch Schlacht um Mittelerde da. Ob ich die Rückkehr des Königs und die zwei Türme für PS2 machen werde, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber ich hätte nichts dagegen, sage ich gleich dazu. Ich würde sie gerne machen. Es hängt eben halt auch nur so ein bisschen davon ab. Wegen der Musik und so, wie ich das hinkriege. So, wo ist denn Aragorn eigentlich? Der ist so selten dran anscheinend. Oder beziehungsweise eigentlich ist er gar nicht dran. Ich finde es so blöd, dass jetzt die Nazguls nicht mal angezeigt werden in der Statistik. Scheint auch ein bisschen schwächer zu sein, oder? Oder kommt mir das nur so vor, weil ich zweimal das Heer der Toten losgelassen habe? Kann auch sein. Illegos haben sie irgendwie so gar nicht angepeilt. Bin ich aber auch ganz froh drüber. So, den haben wir einfach so mal einen Fall um die Ohren. Schön mit Fallbauch. Das neueste Piercing in Mordor. Ein Fallbauch. Gegenangriff. Sehr gut. Jawohl. Ich glaube, ich vergleiche nochmal das Heer der Toten. Dann können wir dann schön in den letzten Kampf reingehen. In den finalen Kampf. Oder wir hauen die so weg. Das geht auch. Komm, hau ihn weg. Mach mich stolz, Alter. Immer noch nicht. Der steht immer noch. Meine Güte. Daneben. Jetzt ist er weg. Er hat noch gewartet, bis sein Kumpel fertig ist. Okay, damit haben wir nur noch 3 Nazguls. Von den 9 sind nur noch 3 übrig. 5 normale wurden vernichtet und der Hexenkönig ja auch. Auch der ist nicht mehr präsent. Der wurde ja in der letzten Aufnahmesession nach einem ziemlich langen Kampf, ich glaube, der ging über eine halbe Stunde, haben wir ihn vernichtet. Das war aber auch ein schwerer Brocken. Und vor allen Dingen, er war auch wesentlich größer als die anderen beiden, als die anderen hier. Komm, Aragorn, Herr der Toten, dann ist das Ding durch und wir kommen in den letzten Kampf. Und danach kommt nochmal der Schattenmodus und dann ist dieses Projekt auch beendet. Aber ich denke mal, ich werde während des letzten Kampfes dann schon mal mein Resümee ziehen zu dem Spiel. Womit wahrscheinlich eventuell nicht alle einverstanden sein werden, zum Beispiel der Rimnir. Das ahne ich jetzt schon. Das soll auch nicht böse gemeint sein, weil er ist ja so, ja, man könnte schon fast sagen, Hardcore-Herr der Ringe-Fan. Ein regelrechter Nerd, also er nimmt es wirklich ganz genau, weil er sowohl die Bücher als auch die Filme kennt. Ich kenne nur die Filme, weil Bücher mit Büchern habe ich es nicht so. Also es soll nicht heißen, dass ich nicht lesen kann. Ich kann schon lesen, ich bin einfach nur zu faul dafür. Gut, das waren die Nazguls. Auch die sind vernichtet. Und zwar alle. Ja, genau das habe ich nämlich befürchtet. Keiner steigt auf, nur Illegost. Und eher Odin halt. Also die Aufstiege können wir auch nicht mehr verwalten. Rohe Kriegskunst, okay. Sie schwindet. Was ist das? Eine Morghul-Klinge. Ich kam zu spät. Ich werde nicht versagen. Ich bin hier. Ihr habt neue Hoffnung in mir geweckt. Lasst uns die Zukunft genießen. Gemeinsam. Mein Lehnsherr, wie kann ich euch danken? Ihr verneigt euch von niemandem. Was soll ich darauf antworten, Herr? Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum Schwarzen Tor. Die
Die Dunkelheit nimmt immer mehr zu. Er hat eine Niederlage erlitten, ja. Aber hinter den Mauern Mordors erstarkt unser Feind von neuem. Es gibt kein Leben im Nichts. Jawohl! Jetzt kommt er, der letzte Bosskampf. Gegen Sauron höchstpersönlich, gegen den Herrn der Ringe. Der uns gleich die Paralyse des Lichts um die Ohren haut. Oh. Oh. Ich muss mal sagen, wir sind gleich am Anfang dezent gefickt. Wir können keine Magie mehr wirken, das ist toll. Ja, unser persönlicher Kampf gegen Sauron. Ja, ich weiß, Sauron, danke. Ich würde ganz gerne erstmal den negativen Effekt loswerden. Habe ich nichts, was diesen Scheiß neutralisiert, negativen magischen Angriff weckt, schlaufende Charaktere aus, senkt den Rüstungswert, entfernt die Rüstung, vergrößert die Angriffswucht, kostenloser Einsatz von AP ist auch schön. Aber es bringt mir nur leider nichts. Ich will gerne meine Magie wieder haben. Scheiße. Ich krieg die Magie nicht wieder. Na, ganz toll. Danke, Sauron. Du Arsch. Genau, der dunkle Herrscher Sauron. Der Herr der Ringe. Gegen ihn kämpfen wir jetzt persönlich. Deswegen habe ich auch den Schattenmodus noch nicht gemacht. Das heißt, wir können auch den Nordsturm nicht wirken, ne? Nee, können wir nicht wirken. Fuck. Wille brechen. Wir brechen mal Saurons Wille, ne? Es ist so ein Riesenauge, der haut trotzdem noch daneben, ey. Ich glaub's nicht. Gezielter Angriff. Das war echt toll. Gleich der erste Angriff ist gleich der verheerendste. Von Sauron. Es ist echt blöd. Ich kann diesen scheiß magischen Effekt nicht entfernen. Das ist das Blöde. Ich würde den so gerne loswerden, aber es geht leider nicht. Das ist doch scheiße, mal ehrlich. Wie soll ich den Kampf jetzt noch gewinnen? Leute, das ist Kacke. Das ist wirklich scheiße. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss, aber es ist so. Wie soll ich mich dagegen Sauron zur Wehr setzen können? Das ist doch Mist. Ernsthaft? Ja, dann verlieren wir halt. Dann ist es halt so. Aber ich brauche Magie. Ohne Magie ist nix. Sieht man ja. Alter! Das ist so ein Riesenauge. Der versemmelt das Ding, ey. Ach, ja, Sauron. Ist klar. Eigentlich müsste Birithor immun dagegen sein. Ist er aber nicht. Toll. Klasse. Danke, jetzt trifft er mal. Nach 3 Versuchen. Alter. Also es wird gleich ein Game Over. Ich korrigiere, es wird ein Game Over. Ah, schön. Das auch nur, weil ich meine Magie nicht verwenden kann. Weil er gleich als erstes mit Paralyse des Lichts angeschissen kam. Ganz toll, ehrlich. So, jetzt darf ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Das dachte ich mir. Dankeschön. Ja, Game Over. Danke. Toll. Auf den letzten Metern nochmal schön bescheißen. Sehr gut. Und ja, das ist für mich Beschiss. Oh nee, dann müssen wir die Kämpfe ja alle nochmal machen. Oh nee. Nee. Alles nochmal. Nee, Leute, da habe ich keine Lust zu. Bin ich ganz ehrlich. Also an dieser Stelle sage ich ganz einfach, ist das Ding gelaufen. Ihr wisst jetzt, was Sache ist. Da habe ich echt keine Lust zu. Nee, das muss ich nicht haben. Wirklich nicht. Jetzt ist langsam mal wirklich Schluss. Nee, das muss ich nicht haben. Danke. Dann machen wir den Schattenmodus eben noch und dann ist das Let's Play beendet. Könnt ihr mir auch gerne drauf Dislikes geben, wenn ihr sagt, nee, das gefällt mir aber nicht. Ja, ist es euer Problem, nicht meins. So, ganz einfach.
Weil darauf habe ich echt keine Lust. Wir müssten nochmal gegen die Trolle kämpfen. Wir müssten gegen alle 8 Nazguls nochmal antreten, um nochmal zu Sauron zu kommen. Das ist total beschissen. Deswegen, da habe ich keine Lust drauf. Da mache ich lieber den Schattenmodus einmal und dann ist das Ding gelaufen. Also insgesamt ist das Spiel ein sehr schönes Spiel. Also ich finde das zumindest. Ich weiß, dass drin mir das zum Teil nicht passt, weil es ja mit dem Story vom Buch nicht hinhaut. Dass da einige Fehltritte gibt. Ich weiß, das habe ich auch schon recherchieren können. Und, ja. Was soll ich dazu noch großartig sagen? Also ich finde das Spiel trotzdem sehr schön, auch wenn es in die Nähe von Final Fantasy kommt. Oder gerade weil es in die Nähe von Final Fantasy kommt. Ich habe es bisher zwar nie gespielt. Aber ich finde das sehr schön, auch weil mir Herr der Ringe besonders gefällt. Und, ja. Das, was sie da jetzt gegen Ende abgezogen haben, finde ich offen, ehrlich gesagt, scheiße. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein dicker Minuspunkt. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man zwischendurch nochmal die Möglichkeit gehabt hätte zu speichern. Das wäre einfach fair gewesen. Aber die Möglichkeit lässt man uns nicht. Dementsprechend hat uns Sauron gerade ohne Probleme fertig gemacht. Also, und das alles nochmal zu machen, nee, tut mir leid. Habe ich keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir zwar leid für die Leute, die sich auf einen epischen Bosskampf gefreut haben. Nee, das mache ich nicht. Also langsam ist mal Schluss. Ganz ehrlich, dann zeige ich euch einmal, was Sauron kann und dann ist gut. Ist vielleicht nicht für alle das gewünschte Ende, gebe ich zu. Ich hätte es mir auch gerne anders vorgestellt, aber wenn ich nicht speichern kann, ne. Dann müsste ich das auf Emulator spielen und ich bin kein Freund von Emulatoren, das wisst ihr. Ja, wie gesagt, das mit der Musik ist sehr cool. Ich bin auch erstaunt, dass ich kaum Probleme deswegen gekriegt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet. Auch das mit, also die Verbindung zu den Filmen ist durchaus da, zu den Büchern eher weniger. Ja, ich weiß, Remnir, das betone ich auch extra nochmal. Die Verbindung zu den Büchern ist kaum da, beziehungsweise eigentlich wurde das meiste von den Filmen nur übernommen. Die Bücher sind eigentlich eher auf der Strecke geblieben. Und ja, also das, auch das mit den Sachen, wie wir uns aufgerüstet haben, eine schöne Sache. Also man hat ja gesehen, wie wir mit Viritor angefangen haben. Wir hatten dann nur Idrial am Anfang gehabt. Und haben uns dann nach und nach sämtliche Gefährten erarbeitet. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt mit euch noch den Schattenmodus. Und dann ist Schluss mit diesem Spiel. Wie gesagt, nicht das letzte Mal, dass wir Herr der Ringe sehen werden. Ne? Auch nochmal zur Ankündigung. Also wir werden uns noch weiter mit Herr der Ringe beschäftigen, aber nicht sofort. Nachfolgeprojekt ist Warlords Battlecry 2. Parallel läuft noch Emperor Schlacht um Dune. Ah, jetzt sind wir der Hexen. Wir haben nur 50.000 Punkte? Da kam mir aber mit Abstand nach mehr vor. Nach mehr, das ist auch ein super Deutsch. Leben, mein Freund. Und noch ein Gegenangriff hinterher. Jawohl. Entfernt. Mhm. Schön mit Pausen auch die ganze Zeit, ne? Auch interessant. Wir sind jetzt also der Hexenkönig von Angmar. Und interessanterweise, der Gesundheitsraub entzieht jetzt ein paar Aktionspunkte, aber der Rest nicht. Na, dann mal zu, Hexenkönig. Ja, wie gesagt, eigentlich habe ich nicht mehr großartig viel zu sagen. Ein sehr spaßiges Spiel. Also mir hat es Riesenspaß gemacht, auch wenn es teilweise sich nicht so anhörte. Aber trotzdem hat es insgesamt viel Spaß gemacht. Ärgerliche ist halt nur, dass ich euch nicht den kompletten Kampf gegen Sauron zeigen kann, weil mit der erste Aktion, die hat mir gleich das Genick gebrochen. Ne? Da sind diejenigen, die mit Emulator arbeiten, dann im Vorteil. Tatsächlich. Und am Ende hätte man eigentlich nur die Szene gesehen, die man auch mit der Rückkehr des Königs gesehen hätte, wenn Frodo den Ring in den Schicksalsberg wirft. Also sprich, Barad-dûr bricht zusammen und das Auge implodiert und damit war es das Ding erledigt. Mehr wäre dann nicht gekommen und dann eben halt die Endsequenz. Und ja, jetzt seht ihr eben halt einmal, wie der Hexenkönig triumphiert. Und das ziemlich leicht. Aber das war es ja noch nicht. Es kommt bestimmt auch noch der Kampf, wo wir selber Sauron sind. Jawohl, da ist er schon. Jetzt sind wir selber Sauron. Ihr seht seine Punkte, ne? Also mit dem, was wir gerade verloren haben, hat er bestimmt 120.000 Punkte.
120.000. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist Sauron. Also gegen Sauron, der stellt alles in den Schatten. Aber klar, er ist ja auch der Herr der Ringe persönlich. Kommen wir mal Zorn Saurons. Also ich werde nicht die Paralyse des Lichts benutzen, weil das ist echt eine Beschissaktion. Ihr habt ja gesehen, wie die mich lahmgelegt hat. Da hatte ich ja gar keine Chance mehr gehabt. Er wagt es. Boah. Bisschen Gesundheitsentzug, ne? Zorn Sauron. Finde ich sowieso interessant, dass sie sich persönlich da auf den höchsten Teil des Turms stellen, nur um gegen Saurons Auge zu kämpfen. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden jetzt der Wasserhengst an uns anrichten wird. Theoretisch könnte ich auch sofort die Paralyse des Lichts ausführen, damit wäre das Ding erledigt. Aber so unfair bin ich ja nun nicht. Deswegen beschränke ich mich auf Zorn Saurons. Und Birito ist auch gleich umgefallen. Ein wesentlich fairer Kampf, wie ich finde. Aua! Alter, das hat gezwiebelt. Mein lieber Herr Gesangsverein, das hat dem dunklen Herrscher aber auch wehgetan. Eieieiei. Und Idrial ist auch erledigt. Somit ist jetzt nur noch Illegos übrig. Zorn Saurons! Ja, das war's mit dem Schattenmodus. Sauron hat gewonnen. Alter Elbenstein des Handelns, alter Elbenstein der Rüstungsklasse, alter Elbenstein der Gesundheit, alter Elbenstein der Magie. Das sind die letzten Items, die wir bekommen. Und alter Elbenstein ist tatsächlich noch eine Klasse höher als die polierten. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Also es tut mir leid, dass es auf der anderen Seite nicht so gekommen ist, wie es kommen sollte eigentlich. Ich wollte das eigentlich so machen, aber ich wusste nicht, dass man da nicht speichern kann im Nachhinein. Was ich persönlich, wie gesagt, sehr schade und auch bisschen blöd finde von den Entwicklern. Also da hätten sie ruhig sagen können, komm, du hast nochmal eine Chance zum Speichern. Das wäre fairer gewesen, als zu sagen, nur jetzt ziehst du drei Kämpfe hintereinander durch und vor allen Dingen gleich als erstes Paralyse des Lichts. Vielen Dank auch. Bist du gleich lahmgelegt. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das Ende ein bisschen blöd war. Gebe ich zu, vielleicht nehme ich das nochmal privat auf. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ohne Stimme. Wird sich dann zeigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Wie gesagt, nächstes Projekt Warlords Battlecry 2. Und ja, bis dato verabschiede ich mich von euch und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen bleibt mir gewogen.